Siegerehrung haben wir gesehen. Die können wir mal wegklicken. Glückwunsch, du gewinnst eine Trophäe. Trophäe! Wenn dir eine TNT-Kiste auf den Kopf fällt, fang sofort an zu hüpfen. Wenn du schnell genug reagierst und genug hüpfst, fällt die Kiste von deinem Kopf, bevor sie explodiert. Ja, genau das haben wir eben nicht hinbekommen. So, ein Level haben wir noch und dann können wir uns dran machen, die einzelnen Level komplett zu lösen. Was ich übrigens mit den 100% meine, ist Folgendes. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Ich werde in allen Zeitrennen versuchen, Goldrelikte zu holen, ja? Also kein Platin. Das möchte ich immer betonen. Das gehört für mich nicht dazu. Ich denke mal, wenn ich alle Goldrelikte habe, müsste ich 100% haben. Das war, glaube ich, so. Vielleicht gibt es hier auch wieder eine krumme Prozentzahl. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ich möchte alle Goldrelikte und damit hat es sich. Und natürlich alles Übrige. Die CTR-Chips, die man einsammeln kann und Edelsteine, Kristalle. Das kommt alles noch. Ich habe wieder keinen Turbo bekommen. Okay, hier gibt es Schildkröten zum Hüpfen. Was ich mir auch besser vorgestellt habe. Okay. Ich muss hier echt ein bisschen reinkommen in das Spiel, merke ich gerade. Also, es klappt noch nicht alles so optimal. Aber ich habe es auch lange wieder nicht gespielt. Mein Standardsatz, ihr kennt ihn. Es ist aber wirklich so. Das ist echt so. Die meisten Spiele, die ich euch hier präsentiere in meinen Let's Plays, die habe ich echt, ja, ich sag mal so als Teenager oder so das letzte Mal gespielt. Das hier ist echt schon ein bisschen mehr. Ich könnte jetzt keine Jahreszahl nennen. Die Raketen da, die visieren immer den vorderen Gegner vor uns an und machen ihn dann normalerweise platt. Er kann sich dann retten, wenn man irgendwie eine TNT-Kiste ablegt, also derjenige, der angeschossen wird, oder halt eine Flasche oder irgendwie irgendwas nach hinten schmeißt. Wie diese zum Beispiel. Zack. Die praktisch vor die Rakete schmeißen und dann explodiert die Rakete. Ohne uns mitzureißen. Und jetzt haben wir endlich mal einen Uka. Unverwundbarkeit. Ja, jetzt habe ich dann eben gar keine Kiste mitgenommen. Da haben wir... Habt ihr gesehen? Die Rakete hat mich irgendwie nicht bekommen. Das lag jetzt aber nicht an der Flasche, die ich abgeworfen habe, sondern... Au, au, au. An irgendwas anderes. Oh, scheiße! Ja, das ist natürlich blöd, wenn man in so eine Feuerkugel reinkommt. Dann verliert man natürlich seinen Speed. Ist aber alles kein Problem. Ich schaffe das hier. Gut, dass ich auch mal ein paar Wumperfrüchte einsammle. Scheiße, Tina. Tina. Ja, Tina. Auch nicht schlecht. Tiny Tiger. Oder auch Tina. Kurz genannt. Sehr schön. Na komm, jetzt in der letzten Runde müssen wir die mal wieder alle einholen. Ui, das war knapp. Ja, auch ein bisschen Power rutschen, ne? Jetzt wieder vergessen, ist egal. So, hier zum Beispiel. Oh, ne, ist. Komm, ja, eine Kiste. Ja, endlich habe ich was eingesammelt. Und nochmal ein Akku? Nee, schade. Akku, komm. Akku, sag ich. Uka. Auch ein Uka. Oh Gott. Da wäre ich fast selbst reingefahren. Haha, Polar ist reingekachelt. Das sieht doch gut aus, was ich hier mache. Den behalten wir mal eben. Kriegen wir trotzdem was Neues? Ja, kriegen wir. Ups! Mit TNT-Kiste auf dem Kopf, wie geil! Jawohl! Und nochmal explodiert. Sehr schön. Das war doch ein geiles Finale. Ja, jetzt haben wir die ersten drei Level gesehen und haben auch überall die Trophäen einkassiert. Jetzt dürfen wir auch die CTR-Herausforderungen meistern. Denke ich doch. Oder habe ich jetzt noch ein Level vergessen? Waren, glaube ich, nur drei markiert. Glückwunsch, du gewinnst eine Trophäe. Trophäe. Du kannst Turm halten, wenn du springst. Je länger du in der Luft bist, desto stärker wird der Turbo beim Landen. Versuche, starke Turbos länger in der Luft zu bleiben, indem du mit der R1-Taste von Sprüngen hüpfst. Ja. War zwar abgehackt, aber ich denke, es war zu erkennen. Da ist aber tatsächlich noch einer. Den muss man noch holen. Ein viertes Level gibt es doch noch. Also die erste Welt hat vier Level.
Und zwar daher müssen wir noch rein. Okay. Was haben wir denn hier? Abwasserring. Ah, das war, glaube ich, eine mit mehreren Wegen. Ja. Ich weiß noch, dass hier die Zeit-Challenge sehr, sehr schwierig war. Ah, da habe ich jetzt schon Panik vor den ganzen Zeitrennen. Ne? Oh mein Gott, das wird Horror. Das wird Horror. Aber wir gucken mal. Erstmal die Trophäen einsammeln. Das sollte zu schaffen sein. Ich habe ein Turbo bekommen. Yay. Hüpf. Nehmen wir mal hier die Brücke. Zack. Da lang, wa? Ja, so gut. Hüpf. Ja, ich fahre fast selbst rein. Sehr gut. Also, irgendwie muss ich das noch ein bisschen lernen mit dem Power-Rutschen. Ja, danke sehr. Hurra, du hast mir alles geklaut. Die will ich auch haben. Ah, bist nicht mehr eingesammelt. So, hier, komm. Auf Wasser. Dankeschön. Huka! Hätten wir jetzt Crash genommen, hätten wir natürlich jetzt Akku statt Huka. Ich denke, das ist klar. Jawoll! Haben wir noch weggerammt. Und Polar hat unsere Kiste abbekommen. Sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, nicht wahr? So heißt es doch. Oh Gott. Hallo! Da sind wir ein bisschen festgebackt. Nein! Nicht da rein. Einen für den Weg. Da oben habt ihr rechts eben gesehen, da ist ein Geheimgang. Der ist wichtig für die Zeit-Challenge. Bloß ich weiß nicht mehr genau, wie man da reinkommt, das ist das Problem. Da oben links kommt man wieder raus, da war der Ausgang. Sieht man ein bisschen schwierig, aber da ist Tatsache eine Abkürzung. Und die brauchen wir unbedingt für die Zeit-Challenge. Ich muss noch überlegen, wie ich da reinkomme. Das fällt mir nämlich gerade nicht ein. Ich kann ja gleich mal in der dritten Runde versuchen, da reinzukommen. Oh, verdammt! Bandicoot Power! Bandicoot Power von wegen. Dingodile Power! Oh. Ja, der Wendekreis ist natürlich nicht so super bei Dingo hier, ne? Ist klar. Sag mal, das war meine. Ich könnte mir vorstellen, dass man da mit Powerrutschen reinkommt. Moment. Also ist praktisch so. Ne, so hat er keinen Sinn. Tja, wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Da muss ich nochmal gucken. Wahrscheinlich werde ich mich da nochmal ein bisschen offscreen ranwagen müssen, weil ich will ja nicht hier stundenlang an einem Level rumhängen. Aber noch sind wir ja gar nicht bei den Side-Changes. Das mache ich mir eigentlich im Kopf. Vielleicht klappt es ja auch ohne das, ohne den Geheimgang zu fahren. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, den braucht er mal. So. Also mal gucken, dass Coco da reinfährt. Das hat leider nicht funktioniert. Das war gut. Und? Reicht's? Es reicht. Sehr schön. Haben wir gut hinbekommen. 4 Level habe ich euch gezeigt. Es ist noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Perfekt. Wir sind super in der Zeit. Ich will ja auch nicht, dass es zu schnell zu Ende ist. Denn ich plane ja in diesem Let's Play auch noch wieder Gastauftritte. Ja, ja, meine lieben Freunde. Irre genug gegen mich zu fahren? Ich zeige dir wildes Fahren. Der letzte im Ziel ist ein Eierkopf. Okay. Ripper Roos Herausforderung. Ist schon witzig, ne? Dass der eigentlich ein Kollege von ihm, also Dingodile ist ja eigentlich auch ein Bösewicht, genauso wie er. Und wir arbeiten eigentlich beide für Cortex, aber ich muss ihn jetzt besiegen. Ja gut, dann machen wir das mal. Böse gegen Böse. Yay. So, das Tolle ist an Ru. Ah, Turbo. Dass er permanent TNT-Kisten abschmeißt. Ja, und er hat mir gleich einen auf den Kopf geschmissen. Super. So, pass mal auf. 3 Stück. 3 sind auch notwendig, weil er ja ständig Kisten abwirft. Das heißt, wenn eine abgeblockt wird, dann muss man gleich die nächste abschießen. Sonst hat man gar keine Chance, ihn praktisch zu treffen. Und er ist schnell, wie man sieht. Das war genau die, die ich wollte. Du Penner. Ja, wieder. Lach nicht. Boah, 3 Stück ist gut. So.
echt nicht schlecht, du. Oh, verdammt! Mann, Mann, Mann. Nein! Oh. Das ist ja mega. Komm, Äpfel. Getroffen habe ich ihn immerhin. Jawohl, er ist auch mal reingefahren. Er hat die gleich wieder verloren. Das kann auch nicht sein. Na, nein! Boah, das wird ein knappes Rennen, Leute. Das wird eine ganz knappe Kiste. Nicht! Jetzt bräuchte ich einen Uka. Oh, komm, komm! Jawoll! Hui! Das war ein knappes Ding. Aber hat Spaß gemacht. Ach, schön. Ich bin gerade noch so voller Elan und voller Power. Ach, ist schön. Das macht wieder richtig Spaß. Aber der Anfang eines Crash Bandicoot Let's Plays, der ist immer richtig schön. Den muss ich genießen, bis hinten zum Schluss dann halt die Verzweiflung kommt. Deswegen muss ich erst diese Momente hier genießen. Du bist irrer als ich? Ein Schlüssel. Ah, ein Schlüssel. Viel Glück, du brauchst es. Wir haben also einen Schlüssel. Damit können wir jetzt dieses Tor öffnen. Und praktisch die zweite Welt betreten. Aber das will ich noch gar nicht. Nö. Glückwunsch zum Öffnen dieses neuen Bereichs. Hier findest du 4 weitere Rennbahnen. Viel Glück. Ja, wie interessiert er auch klingt, ne? Hier findest du 4 weitere Rennbahnen. Viel Glück. Okay, jetzt können wir auch wieder ins erste Level. Und hier zeige ich euch jetzt einmal die CTR-Herausforderung. Genau, das ist sie. Hier. Sammle die Buchstaben C, T und R auf jede Bahn und werde Erster, um einen CTR-Chip zu gewinnen. Achtung! Einige Buchstaben sind schwer zu finden. Ja, ich erzähle das jetzt nochmal auf Deutsch. Das kann man ja kaum verstehen, sein gebrochenes Deutsch da. Es gibt hier 3 Buchstaben zu finden: C, T und R, logischerweise. Die sind im Level irgendwo versteckt. Oder auch nicht versteckt. Jedenfalls müssen wir die einsammeln. Manche sind ein bisschen schwierig zu erreichen. Und dann müssen wir natürlich noch Erster werden. Ja? Das ist also der Schwierigkeitsgrad, also diese 3 Dinge einzusammeln und Erster werden. Und das machen wir jetzt. Und ich habe Turbo bekommen, ja. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist hier einer, oder? Jawohl. Haben wir den ersten schon gefunden. Hüpf. Richtig, da oben war einer. Ich bin nicht da drauf gekommen. Verdammt. Ihr seht da oben rechts da auf der Brücke, da blinkt das T. Das müssen wir natürlich auch einsammeln. So, und den dritten weiß ich, glaube ich, noch ganz genau. Nee, oder? Ja, ich sehe ihn schon. Da oben beim Schiff müssen wir hoch. Und dann hier hüpfen. Ja, voll. Das bin natürlich ein bisschen abgeschlagen hier. Ach toll, irgendwie eingesammelt. Ein paar Äpfel. Ach, ich wollte gerade ein paar Äpfel einsammeln, du Honk. Hup. Ja, jetzt sind wir hier oben drauf. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer fahren, jetzt alles nichts. Und das Tee einsammeln. Die Trophäe ist mein! Die Trophäe ist mein! Nein! Scheiße, ich bin ins Wasser gefallen. Wenn Cortex schreit, die Trophäe ist mein, ne? Da habe ich als Kind immer verstanden, ich pup mir ins Bein. Ja, so krank bin ich. Ja, nee, wirklich. Ich habe das immer nie wirklich verstanden. Und immer nur gehört, ich pupp mir ins Bein! Ergibt natürlich keinen Sinn, aber. Ja, es muss ja nicht alles Sinn ergeben. Aber er sagt natürlich, die Trophäe ist mein. Klar. Ah, Mann, du! Yeah. Engine, quark nicht rum. Jawolski! Die ist gut. Was Besseres ging nicht. Hup! Miau! So soll's sein. Erster. So. Noch einen Akku dafür. Uka meine ich. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, jetzt immer Uka zu sagen. Wir waren ja bisher immer mit Crash unterwegs. Das ist natürlich Uka. Und Ziel. Läuft, würde ich mal sagen. Haben wir also unseren ersten CTR-Chip erhalten. Bei denen ist das auch so, wenn wir da jetzt eine gewisse Anzahl von haben, dann öffnen sich auch neue Bahnen.
Die zeige ich euch dann auch noch bei Gelegenheit. So, jetzt ist die Frage, ich glaube, ich düse jetzt erstmal wieder zur nächsten Bahn. Und mache jetzt erstmal die ganzen CTR-Herausforderungen, bevor ich mich jetzt an den Zeitbahnen ranmache. Die ich wahrscheinlich sowieso nicht alle auf Anhieb machen werde. Auch hier holen wir uns jetzt den Chip. Machen wir das mal so Level für Level, alles abgrasen. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung und dann kommen wir auch nicht durcheinander.